alles abgedeckt. Wir haben Protein mit drin, Kohlenhydrate, Fette. Das kann ich auf jeden Fall. Es ist Heaven, wirklich, glaubt mir. Bitte macht das unbedingt nach. So geil. Proteinquelle, ihr habt nochmal Magnesium, Kalium, Calcium mit drin. Jetzt seht ihr auch Omega-3. Hello zu einem neuen Video. Ich bin ein bisschen aufgeregt, oder aufgeregt ist das falsche Wort, ich freue mich. Wir haben heute den 1. Januar 2021 und ich werde dieses Jahr beim Veganuary mitmachen. Ihr habt es vermutlich sowieso schon im Titel gelesen, aber ja, ich werde da dieses Jahr mitmachen. Das gibt es ja schon seit einigen Jahren, glaube ich, in dem ja, sich eben einige Menschen dazu entscheiden, sich den Monat über vegan zu ernähren. Und ich dachte mir, ich mache da dieses Jahr mal mit. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Weil viele setzen sich ja so Neujahresziele, von wegen sich gesünder zu ernähren oder mehr Sport zu machen. Und das sind so, wie soll ich das sagen, ohne dass sich das doof anhört. Also für mich ist es halt keine Challenge sozusagen. Ich habe für mich die perfekte, gesunde Ernährung gefunden. Ich mache das eben so ein bisschen nach der 80-20-Regel. Das heißt, ich liebe, liebe, liebe meine gesunde Ernährung, gönne mir aber auch sehr gerne mal was. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr meinen anderen Border Eats hier auf YouTube kennt, ich ernähre mich pesketarisch seit, ich glaube, 5-6 Jahren. Achte aber auch sonst auf jeden Fall auf meinen Konsum, was tierische Produkte angeht. Also das heißt, ich esse jetzt nicht jeden Tag Fisch, esse aber tatsächlich ganz gerne mal welchen. Das habe ich auch schon mal in einem Border Eat genauer erläutert, warum ich Fisch esse. Allerdings kein Fleisch, kann ich euch sehr gerne verlinken. Ansonsten Eier, ab und zu Milchprodukte, wobei ich sagen muss, dass ich Milch schon seit Jahren nicht mehr trinke. Also meine Mom hat damals angefangen, da war das noch gar nicht im Trend, aber da hat sie, ich glaube, da gab es auch nur eine Marke, die eben Mandelmilch hatte und ja, da haben wir damit angefangen. Aber wie gesagt, Quark eben, ansonsten nicht veganes Proteinpulver, ab und zu zum Backen oder als Shake, nicht Eis oder irgendwelche Süßigkeiten, in denen eben Milch oder dann eben mal mit drin ist. Genau, das sind so die tierischen Produkte, die aktuell in meiner Ernährung sind und die ich im Januar jetzt eben nicht zu mir nehmen werde, weil ich einige Veganer in meiner Community, vor allem auf Instagram, habe. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich schon sehr, sehr viel vegane Rezepte auch teile. Vegane Taste-Tests hier auf YouTube und so weiter und so fort. Und da wurde ich letztes Jahr schon gefragt, ob ich den Veganuary nicht mitmachen möchte. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Vielleicht doch noch so ein bisschen Scheu davor gehabt. Wobei ich auch sagen muss, ich habe ja schon seit Jahren auch einen veganen Tag in der Woche und ich probiere da auch so, so viel gerne aus und ich schweife schon wieder ab. Ja, also woher das jetzt kommt, dass ich dieses Jahr da eben mitmache, ist, glaube ich, tatsächlich, dass ich mich die letzten Wochen, Monate so ein bisschen mehr nochmal mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt habe. Ich habe im Oktober, November habe ich ja meine B-Lizenz gemacht und seitdem war auf jeden Fall klar, dass ich auch noch eine Ernährungsberater-Ausbildung da dranhängen möchte und die habe ich eben angefangen jetzt im Dezember und dass ich meine B-Lizenz gemacht habe, habe ich damals ja im Live-Update-Video mit euch geteilt und da kamen einige Fragen zu. Allerdings habe ich meine B-Lizenz im Zuge meines Jobs im Fitnessstudio gemacht. Das heißt, es bringt euch gar nicht, wenn ich euch da groß was drüber erzähle, denn ihr könnt die ja nicht einfach so nachmachen, wenn ihr da gar nicht arbeitet. Meine Ernährungsberater-Ausbildung, die mache ich allerdings bei der OTL, also der Online-Trainer-Lizenz. Vielleicht kennt das auch schon der eine oder andere von euch. Das sind eben staatlich geprüfte Ausbildungen. Die OTL ist eine TÜV-zertifizierte Akademie. Ich habe das tatsächlich auch schon bei dem einen oder anderen mitbekommen, der das dort gemacht hat und super, super zufrieden war. Und ich finde es eben perfekt, dass das online stattfindet. Man kann sich das alles selbst einteilen. Okay, ich habe mir gedacht, ich zeige euch das doch nochmal kurz hier, wie das so aussieht. Das sind die Ausbildungen, die ihr dort alle machen könnt. Also eben nicht nur den Ernährungsberater, sondern Fitnesstrainer B-Lizenz, die A-Lizenz, Yoga-Lehrer, Pilates-Trainer. Ich finde das so cool, was es da so an Möglichkeiten gibt. Und ihr könnt das auch kostenlos testen. Das habe ich übrigens auch gemacht, um da mal ein bisschen reinzuschnuppern. Denn so sieht das dann aus. Also ich bin inzwischen bei Modul 8 bei den Mineralstoffen. Und ihr bekommt da auf jeden Fall auch immer ein Skript dazu als PDF. Das könnt ihr euch aber auch zusenden lassen, ausgedruckt. Und habt ein Video zu dem jeweiligen Thema. Und wenn ihr beides durchgearbeitet habt, dann könnt ihr hier zu den Rekursfragen gehen. Die macht ihr dann, bevor ihr das nächste Modul starten könnt. Wie gesagt, im Dezember habe ich damit jetzt eben gestartet. Und daher rührt auch diese vermehrte Beschäftigung nochmal mit dem Thema Ernährung. Man kann tatsächlich auch den veganen Ernährungsberater dort machen. Finde ich auch richtig, richtig cool. Aktuell gibt es auch eine Mega-Aktion. Schreibe ich euch sehr gerne in der Infobox mehr dazu. Aber auch ansonsten, wenn ihr da Fragen zu habt, dann gerne ab in die Kommentare damit. Wenn sich da einige Fragen ansammeln, dann kann ich da sehr gerne auch mal ein Question-and-Answer-Video nochmal separat zu machen. Deswegen das Thema Ernährung sehr, sehr präsent bei mir aktuell und deswegen auch der Veganuary. Also ich freue mich sehr. Werde euch so gut es geht mitnehmen. Heute, wie gesagt, starten wir da mit einem
Wada Eat rein. Ich habe auch schon einige vegane Wada Eats auf YouTube. Also falls ihr auch beim Veganuary mitmacht und ein bisschen Inspo braucht, dann schaut euch die sehr, sehr gerne an. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt mal ganz viel Spaß mit meinem ersten veganen Tag vom Veganuary. Ich habe meinen Tag natürlich mit einem Matcha gestartet. Inzwischen gebe ich da auch noch Gerstengraspulver mit rein. Kann sich nämlich sehr, sehr positiv auf das Haarwachstum und die Haut auswirken, weil wir da super viel Magnesium, Eisen, Zink, Kalzium drin haben. Und dann habe ich da noch so einen Superfood-Mix, den ich aktuell teste, unter anderem mit Maca. Und natürlich kommt da noch mein Matcha-Pulver mit rein. Das Ganze mache ich dann im Mixer und erwärmt es im Topf. Und das ist die Milch, die ich aktuell verwende. Das ist Erbsenmilch. Die hat einfach mal 5 Gramm Protein auf 100 Milliliter. Also auch richtig gut. Und die macht halt auch einen sehr, sehr guten Milchschaum. Finde ich sehr lecker. Hier ein bisschen Zeit für Matcha-Art. Und das lasse ich mir so gut wie jeden Morgen schmecken. Und dann gab es meine erste Mahlzeit gegen Mittag. Ich frühstücke nie, weil ich morgens keinen Hunger habe. Weil ich auch einfach noch sehr, sehr spät abends esse. Also eigentlich ist es logisch, dass ich morgens keinen Hunger habe. Auf jeden Fall Haferflocken, veganes Proteinpulver, ein Peanut Butter Proteinpulver von Moor. Kann ich euch sehr empfehlen. Dann gebe ich da diese Alternative zu Quark von Sojade dazu. Also ist eigentlich wie Sojajoghurt, nur ein bisschen mehr feste Konsistenz. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich finde den sehr gut. Dann kommt ein Schlückchen Wasser mit dazu und ich verrühre das Ganze dann. Ich habe übrigens noch ein bisschen mehr Wasser mit dazu gegeben. Dann wird das so richtig schön creamy. Und das quillt auch so ein bisschen auf, also lasst das ruhig auch kurz stehen. Ich schnibbel in der Zeit dann immer mein Obst, da habe ich hier eine Bio-Kiwi, deswegen auch mit Schale. Esst die Schale ruhig mit, ist sehr, sehr gesund, da habt ihr nochmal super viel an Nährstoffen drin. Und außerdem schmeckt es irgendwie auch besser. Also ich habe auch immer gedacht, das mit den Härchen da ist doch bestimmt, weiß ich nicht, komisch, störend beim Essen. Aber ich finde tatsächlich, dass das besser schmeckt. Also probiert es bitte mal aus. Wie gesagt, ihr habt da auch sowieso nochmal deutlich mehr an Nährstoffen mit drin. Und dann gebe ich da noch gefrorene Himbeeren mit dazu. Ja, diesmal, shame on me, habe ich sie nicht gescheit antauen lassen. Sollte ich wieder machen, wenn ich dran denke. Und das Ganze habe ich dann noch getoppt mit Erdnussmus. Das war so eine richtig krasse Erdnussbowl. Schmeckt aber übrigens auch mit Mandelmus, Haselnussmus, Cashewmus, egal was. Sehr, sehr lecker und nochmal ein bisschen mehr Creaminess. Und genau, das war dann mein Frühstück, beziehungsweise ja, mein Mittagsstück. I don't know, einfach meine erste Mahlzeit. Sehr, sehr lecker und wir haben eigentlich auch alles abgedeckt. Wir haben Protein mit drin, Kohlenhydrate, Fette durch das Nussmus und unsere Nährstoffe durchs Obst. Also ich würde sagen, das ist eine perfekte Mahlzeit. Da kann man sich nicht beschweren. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Riegel. Deswegen gibt es heute natürlich auch einen veganen Proteinriegel von Bärbels. Der ist mega, mega lecker. Falls ihr auf der Suche seid nach veganen Proteinriegeln, ich habe schon ein Favoritenvideo mit meinen Top 10 veganen Proteinriegeln für euch zusammengefasst. Da sind auch einige aus der Drogerie mit bei. Also falls ihr nicht online bestellen wollt, da habe ich einige empfohlen. Und ja, der hier hat einfach mal 15 Gramm Protein. Und wie gesagt, der ist super, super lecker. Kann ich euch sehr empfehlen. Beide Sorten übrigens. Den gibt es nämlich auch noch in Hazelnut Nougat. Yes. Und das ist jetzt erstmal mein Snack für zwischendurch. Zum Abendessen hatte ich erstmal hier diesen Blumenkohlreis. Den habe ich beim Aldi entdeckt und wollte ich mal testen. Ihr könnt euch auch einfach Blumenkohlreis ganz easy selber machen, wenn ihr euch einfach Blumenkohl in den Mixer haut. Ist deutlich günstiger und ja, ob man das überhaupt braucht, ist auch so die Frage. Ich persönlich mag ja gar keinen Reis so richtig. Deswegen schmeckt mir Blumenkohlreis tatsächlich besser, aber ja, braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Ansonsten habe ich Zucchini reingeschnippelt, Champignons und Paprika habe ich auch noch geschnippelt. Die gebe ich wegen dem Vitamin C, damit das erhalten bleibt. Also durch das Erhitzen geht das sehr schnell verloren. Deswegen gebe ich meine Paprika immer erst gegen Ende mit in die Pfanne. Oder wenn ich mir Gemüse dünste, dann auch immer erst gegen Ende mit rein. Oder man isst sie ansonsten auch einfach komplett roh. Dann geht ihr da kein Risiko ein, sage ich mal. Ja, habe ich mir dann alles schön in der Pfanne angebraten. Gewürze mit dazu gegeben. Das ist so eine Gewürzmischung von einer Freundin. Deswegen kann ich euch da jetzt leider keine Marke oder sowas empfehlen. Aber die ist auf jeden Fall sehr gut. Und ja, wie gesagt, dann kommt auch die Paprika mit rein. Ansonsten habe ich hier noch diesen Lupinen-Wildkräuter-Tempeh. Den mag ich echt ganz gerne. Liefert auch nochmal gut was an Protein. Auf 100 Gramm haben wir 15 Gramm Protein.
Und ja, ich finde es auch einfach gut, dass der aus Lupine ist. Den gibt es auch aus Soja, aber ich will auch nicht allzu viele Sojaprodukte konsumieren. Ich hatte ja hier jetzt beispielsweise schon den Sojajoghurt und in dem Proteinriegel war, glaube ich, auch Soja mit drin. Also Soja ist, will das jetzt nicht verteufeln, aber ich will da einfach auch nicht zu viel von konsumieren. Genau, einfach in Balance halten, wie bei so allem im Leben. Genau, aber den Tempeh finde ich sehr, sehr gut. Mit Wildkräuter kann ich euch empfehlen, gibt es beim Dance. Den habe ich mir in der Pfanne angebraten und dann mein ganzes Gemüse in die Bowl gepackt. Mein Tempeh, wie gesagt, dazu, den hatte ich nur kurz in der Pfanne, dass er einfach ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen erwärmt ist hauptsächlich. Und dann habe ich da natürlich noch Hummus mit dazu gegeben. Liebe ich ja in so Bowls. Und meine Bowls toppe ich dann immer super gerne noch mit Hanfsamen. Zum einen, weil ich die mega lecker finde. Zum anderen ist es eine gute Proteinquelle. Ihr habt nochmal Magnesium, Kalium, Calcium mit drin. Und ansonsten tatsächlich auch Omega-3. Darüber kommt dann noch dieses Hummus-Topping-Gewürz von Just Spices mit Sesam. Das ist auch ultra lecker. Und das war mein Abendessen. Eine richtig schöne, leckere Bowl. Die habe ich mir schmecken lassen. Auch wieder alles mit drin, was man braucht. Und dann war Zeit für meinen Night Snack. Und oh mein Gott, ihr müsst das unbedingt ausprobieren. Ich bin da so drauf hängen geblieben, weil das einfach unfassbar lecker ist. Ihr braucht Datteln. Ich nehme da am liebsten mit Jewel-Datteln, einfach weil die am größten sind. Und zum anderen, finde ich, haben die auch die beste Konsistenz. Das füllt ihr dann mit Erdnussmus oder anderem Nussmus, was ihr wollt. Bei mir war echt heute echt ein Erdnusstag, Mensch. Ja, dann gebe ich da noch dunkle Schokolade mit rein. Die von Franconia kann ich euch empfehlen. Die ist ohne Zucker und bisschen Süßungsmittel ist halt drin, dadurch ein bisschen süßer als normale Zartbitterschokolade. Aber sie ist auch vegan. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Und yes, das Ganze müsst ihr dann unbedingt noch mit Salz toppen. Also einfach so ein bisschen Salz drüber. Es ist Heaven, wirklich. Glaubt mir, bitte macht das unbedingt nach. So geil. Meine erste Dattel habe ich schon in der Küche aufgefuttert. Aber es gibt jetzt noch diesen Cookie hier, Chocolate Chip Cookie von Koro. Den wollte ich die ganze Zeit schon testen. Die sind nämlich neu. Vegan, glutenfrei und mit Schokoladenblüten-Sirup gesüßt. Das sind die Zutaten. Pro Cookie 250 Kalorien und sogar fast 5 Gramm Protein. Uff, okay, der ist ein bisschen hart. Geschmacklich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Von mir aus müssten da aber keine Kokosraspeln, Kokoschips mit drin sein. Trotzdem sehr gut. Durch diese Schokostückchen da, wie gesagt, eben. So, das lasse ich mir jetzt noch schmecken. Das ist mein Night Snack. Bei diesen Water Eats wird mir das immer wieder bewusst. Ich bin echt so ein krasser Süßzahn. I'm sorry. Süß kann ich auf jeden Fall. Und wir haben hier jetzt sogar ein bisschen Salzig mit drin. Ja, also that's it for today. Und das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielleicht hat's euch inspiriert. Vielleicht macht ihr auch mit bei dem Veganuary. Lasst mich das sehr, sehr gerne mal wissen, ob da jemand von euch schon mitmacht oder ob jetzt vielleicht noch jemand Bock von euch hat mitzumachen. Auch wenn wir jetzt schon vielleicht ein paar Tage im Januar sind und ihr die ersten Tage nicht mitgemacht habt, ist vollkommen egal. Ihr könnt immer noch mitmachen. Man kann immer noch starten, egal wann ihr das Video jetzt schaut. Macht doch vielleicht einfach mal einen veganen Monat. Also ich bin voll gespannt. Wie gesagt, ich werde euch up to date halten, mitnehmen, so gut es geht. Wenn ihr da Fragen habt, sehr gerne her damit. Irgendwelche Wünsche, was das Thema angeht, an Content, dann let me know. Auf Instagram wird es da mit Sicherheit auch das ein oder andere Rezept geben, so wie ich mich kenne. Werde ich ganz, ganz viel ausprobieren und euch da mitnehmen. Und ja, damit würde ich sagen, auf einen veganen Januar. Ciao!